Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir ein Blätterteigrezept vorstellen, was ich gerne mache, wenn es mal richtig schnell gehen muss. Und das Ganze braucht auch gar nicht viele Zutaten. Zum Großteil hat man alles zu Hause. Natürlich ist der Hauptbestandteil von dem Rezept dieses Blätterteig, was man halt im TK bekommt. Und was man meistens immer auf Vorrat zu Hause hat. Und wenn man dann mal Besuch bekommt, ist es auch sehr schnell gemacht. Oder man hat halt unglaublich Lust auf ein Stück Kuchen, dann wäre das auch eine Alternative. Im ersten Schritt wird dann der Frischkäse mit dem Zucker gut umgerührt. Das Ganze geht auch alles per Hand, also mit einem Löffel. Dafür muss man jetzt nicht extra irgendein Gerät aus dem Schrank rausholen. Das wird auch einfach nur kurz umgerührt, bis der Zucker sich gut mit dem Frischkäse vermischt hat. Das nimmt auch gar nicht viel Zeit in Anspruch, geht sehr schnell. Wenn das dann erledigt ist, kommt ein Ei hinzu. Das wird auch nochmal in die Masse eingerührt. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung, falls du Lust bekommen solltest, es nachzumachen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist wirklich ratzfatz gemacht und es schmeckt wirklich sehr gut. So, wenn das Ganze dann gut sich vermischt hat, kommt dann noch zusätzlich, das ist optional, ob ihr das wollt oder nicht. Ich habe hier noch diesen Vanillekonzentrat noch hinzugefügt. Man könnte auch ein Päckchen Vanillezucker hinzufügen. Das würde auch funktionieren. Das wird dann auch nochmal gut umgerührt. Und am Ende braucht man noch Speisestärke. Da ist es am besten, dass man sich eine kleine Schüssel nimmt und das dann separat mit der Masse vermischt, damit sich keine Klumpen in der Frischkäsemasse bildet. Daher würde ich als kleiner Tipp das separat so in so einer kleinen Schale einrühren einfach. Das geht auch ganz schnell. Und das wird dann auch nochmal zu der Masse hinzugefügt. Und dann wird das Ganze nochmal kurz umgerührt, damit sich die Stärke auch komplett in der Masse bindet. Das war schon mit der Frischkäse-Mischung. So, jetzt
braucht ihr entweder, also ich habe hier eine kleine Gusseisenpfanne, aber man könnte auch so eine kleine Springform nehmen. Oder auch eine Auflaufform würde auch gehen, wenn man so eine kleine zu Hause hat. Also dafür bräuchte man jetzt nicht extra irgendwas kaufen gehen. So, das Ganze wird dann einfach so in die Form reingetan, also der TK-Blätterteig. Und dann kommt die Masse einfach oben drauf. Also die Hälfte ungefähr. Das wird dann gut verteilt. Dann habe ich hier Kirschmarmelade und das verteile ich dann auch nochmal oben drauf. Also da könnte man auch, egal welche Marmelade man hat oder wollen würde, die dann auf die Frischkäsemasse drauf tun und das Ganze dann einmal so umrühren, damit sich die Masse oben so ein bisschen vermischt. So, jetzt zur Variante Nummer 2. Da ist dann auch der TK-Blätterteig. Da verteilt man dann ungefähr 3 Esslöffel oder ein bisschen mehr, so dass die Ränder frei sind. Dann wird ein bisschen Wasser mit Wasser das bestrichen, damit gleich der obere Teil besser haftet. Und da kommt dann auch nochmal Marmelade. Also hier bei mir kommt natürlich Kirschmarmelade zum Einsatz. So, dass es alles mittig bleibt. So, dann die andere Hälfte von dem Blätterteig. Die wird dann so aufgeschnitten, wie ich das jetzt gerade mache. Und das Ganze kommt dann so oben drauf. Und mit der Gabel wird dann das Ganze so zusammengedrückt, damit dann ja im Backofen nichts ausläuft von der Masse. Und das wird dann nochmal wiederholt. Also bei dem Rezept reicht komplett die Frischkäsemasse für jeweils 2 längliche und die im Gusseisen, also in der Gusseisenpfanne ist. Du könntest natürlich auch einfach nur 3 längliche machen. Das würde auch funktionieren bei der Menge. Also das würde dann auch komplett reichen. So, das Ganze wird dann auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und so draufgelegt, das Ganze. Und hier ist noch eine Sache zu beachten. Nachdem ihr das dann halt gemacht habt, braucht ihr dann ein Eigelb. Also ohne dieses Eiweiß, nur Eigelb. Und das Ganze wird dann nochmal so damit bestrichen. Das hat halt den Vorteil, dass das Ganze im Backofen eine richtig schöne Bräunung bekommt. Und ich finde, dass es dann auch, dass der Blätterteig dann auch knuspriger wird. Und ja, das schmeckt dann nochmal einen Ticken besser. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, vergiss mir nicht, einen Daumen da zu lassen. So, wenn das Ganze dann fertig ist, kommt das Ganze dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für circa 20 Minuten in den Backofen. Es könnte auch ein bisschen weniger dauern, also dass man nur ab und zu drauf schaut auf den Backofen. Es könnten auch 17, 18, also ich lasse es meistens 20 Minuten im Backofen, aber jeder Backofen hat ja, also mit der Temperatur, ist das ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen immer wieder drauf achten und schauen,
Nicht, dass es zu dunkel wird. So, und nach 20 Minuten schaut das Ganze so aus. Es duftet auch herrlich und schmecken tut es auch richtig gut und es ist super schnell gemacht. Und am Ende wird das Ganze dann noch schön mit Puderzucker bestäubt. Und das Ganze passt natürlich auch richtig gut zu einer Tasse Kaffee. Und das Ganze wird auch gar nicht lange halten. Also es ist sehr schnell verzehrt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, dann gerne noch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.